schon eine Kette drum. Wir haben also auch hier die Kette. Ja, Teddybären als prominente Bär, prominenter als Teddybären haben bei uns in der Firma ja eine ganz lange Tradition. Wir haben ja nicht nur jetzt Politiker als Teddybären, sondern auch Könige und Kaiser, Barack Obama, aber auch den Papst, Martin Luther, Otto von Bismarck. Ja, aber das gibt's doch alles nichts mehr. Das, die Zeiten sind vorbei, wir kommen ja auch mal wieder. Ne? Ja, nicht so schnell. Ja, nicht sehr schön. Und wir hatten ja bereits zur Amtseinführung von Angela Merkel einen Angiebären. Und so lag es nahe, jetzt nach 16 Jahren, nachdem sie ihre Amtszeit beendet, wieder einen lieben kleinen knuddeligen Teddybären zu machen für Angelika Merkel. Ja, wir hatten am Wahltag selbst, haben wir dann um 18 Uhr, haben wir den Bären bei uns auf die Webseite gestellt und den Bären praktisch dann erstmals der Öffentlichkeit vorgestellt. Ja, das sehe genauso. Ja, den neuen Bären jetzt haben wir, da bekommen die Frau Merkel zwar die Nummer 16 für 16 Jahre im Amt, also die laufende Nummer 16, weil jeder Bär ist ja einzeln nummeriert. Und unser Bundestagsabgeordneter Hans Michelbach hat es also übernommen, den Frau Merkel zu überreichen. Und das wird also stattfinden nach der Wahl. Redet sich genauso. Bis jetzt haben wir also vom Bundeskanzleramt noch keine Reaktion bekommen, aber die Reaktion der Sammler ist ganz enorm und die Reaktion der Teddy-Freunde, der Merkel-Freunde, und wir hoffen, dass auch aus dem Bundeskanzleramt dann eine positive Nachricht kommt. Das alte Sprichwort, ein leichter Schlag, erhöht das Denkvermögen. Da muss man halt immer gleich. Da nicht ewig drin rumwerchen. Das sind jetzt keine chemischen Stoffe. Das ist die Näherin, ja. Jawohl. Die wartet auch schon auf. Dann kommt noch ein Kollege, dann kommt noch ein Kollege zum Filmen. Und selber haben sie das auch schon alles dann gemacht, als Puppenmacher. Scheibe drauf. Das wird dann. So. Stimmt, das hat er früher zu Franken gehört. So. Alles Mögliche, die ganze, sie waren schon. Wir haben auch so in die, also ich habe hier so circa, also ich habe sehr mit dem Husten zu tun. Weil ich merke es. Seit 78. Ja, die werden da noch geschnitten. Aber es ist auch so nicht. Das wird so grober Farben, ist das? Nö, die wird dann noch ein bisschen gedrückt. Okay. Sonny. Ja, ne, freilich. Ich glaube, das sind total, ja. Dann werde ich die Gemäuer drin. Also Druckknöpfe. Ja. Und da muss man die Nummer dann noch hinschieben. Und das ist ja falsch. Fort. Schon fort? Ja, die wird ja überreicht. Ja, der sieht, sieht sogar ein dicker aus. Das ist aber voller. Genau.
das war so eine einfache, das war so eine Powerkette, die wir da umgebaut haben. Die 265 gekriegt, da mal ein Schreiben vom Vatikan gekriegt. Trockner wird. Und russische Figuren. Mhm.